Ja, heute geht es an den Zusammenbau des Turbos. Das ist sozusagen mein alter Turbo. Den hatte ich zerlegt, gereinigt. Der Turbo war auch schon von mir abgegradet. Normalerweise ist es ein GT 1749 VA, also sprich ein Garrettlader von der 140 PS Version, also BKD 16V. Der Lader, den habe ich so gefahren, als Serienzustand den Lader und konnte so circa 190, 195 PS drücken. Alles, was drüber hinausging, war schon für den Lader eigentlich zu viel. Dann habe ich mir überlegt, okay, vielleicht was Größeres bauen. Ich wollte aber alles original von außen belassen. Das heißt, der Abgaskrümmer ist der Originalabgaskrümmer und der Verdichter auch selbst, also sprich Verdichtergehäuse, ist auch, wie wir sehen, das originale Verdichtergehäuse. Und die Rumpfgruppe, die hier zwischen sitzt, ist auch die Originalrumpfgruppe. Nur habe ich da jetzt Veränderungen dran gemacht. Ich habe dann durchgeschaut und dann eben geschaut, was für ein Turbinenrad ich verwenden könnte, damit ich mehr Abgase durchtransportieren kann. Aber das Verdichterrad muss trotzdem von diesem Durchmesser hier, muss es trotzdem dieselben Durchmesser behalten, sondern nur hier hinten, wo es verjüngt ist, der Durchmesser muss größer werden, damit hier auf den ersten Durchmesser trifft ja die VTG-Regelung, die erkläre ich später auch noch, wie die funktioniert, die variable Turbinengeometrie. So, also sprich, Abgasturbine geändert. Natürlich müssen wir auch mehr Luft reinbekommen. Deswegen ist hier auch ein anderer Verdichter drauf. Der Verdichter ist jetzt hierbei ein gefräster Verdichter, ein gefrästes Verdichterrad mit Extended Tip nennt sich das. Das bedeutet hier die Ecken, also hier außen diese Ecken, da und da. Die ragen noch weiter raus. Somit ist es eigentlich ein größerer Durchmesser von dem Verdichter bei dem Austritt. Und wir können mehr Luftmasse transportieren und auch höhere Ladedrücke fahren. Natürlich ist auch hier der Eintritt größer geworden. Und in dieser Kombination, also ich bin den Lader ja auch jetzt schon knappe ja, 100.000 Kilometer so gefahren. In dieser Kombination konnte ich dann 225 PS und eben ja, 450 Newtonmeter fahren. Bei einem Ladedruck von circa 1,9 bar nach hinten natürlich abfallend. So, jetzt war es einfach nur daran, dann zu sagen, okay, den Lader einmal säubern wieder, die VTG säubern, die Einheit auch säubern und natürlich alles wieder schön zusammenmontieren, dass er wieder reingebaut werden kann. Die Abgasturbine klingt komisch, aber kommt nicht aus einem 2-Liter-Motor, sondern kommt wegen diesem Aufbau, weil die neueren Turbolader, wie zum Beispiel in den 2 Liter 184 also 184 PS Common Rail Motoren, haben einen komplett anderen VTG-Einheit da drin und das würde nicht mit der Turbinengeometrie zusammenpassen. Deswegen ist dieser hier aus einem 1,9er GTD und zwar aus einem Seat Leon mit 160 PS. Gab es einen 1,9er Turbodiesel mit 160 PS ab Werk und daraus ist die Abgasturbine. Hier auf der Verdichterseite gab es eben den sogenannten 2-Liter-Motor mit 184 PS. Und da ist es der Verdichter aus diesem Motor, aber eben in gefräster Version und mit dem Extended Tip, also sozusagen als Upgrade sogar dafür schon. Wenn wir natürlich hier alles größer machen, also sprich die Geometrie und die Geometrie größer machen, ist es dann so, dass natürlich auch das Gehäuse der Kontur größer gemacht werden muss und natürlich auch in unserem Guss
die Abgasseite auch hier größer gemacht werden muss. Das Ganze wurde dann auf eine 3D-Fräse, weil dieses Teil aufzuspannen auf eine Drehbank ist ziemlich kompliziert. Deswegen hier wurde es dann aufgespannt und wir haben das dann hier der Kontur folgend zu dem Turbinenrad größer gefräst. Und natürlich die Verdichterseite, aber auch dann auf der Fräse gemacht. Man hätte es auch bei einer CNC-Drehbank machen können, weil man hier sauber aufspannen kann. Aber ich habe eher den Zugang zu der Fräsmaschine, also das auch aufgespannt und hier das Ganze größer gemacht. Ich werde mal noch raussuchen, wie viel Millimeter es damals waren, was größer geworden ist. Aber nur zum Verständnis, die Abgasturbine ist für einen serienmäßigen 160 PS Motor, aber aus einem 1,9er TDI. Und die Verdichterseite eben aus einem 2 Liter moderneren Motor, Camarel Motor mit 184 PS. Und so kann dann die Rumpfgruppe eben dann die 225 PS in meinem 140 PS Serienblock schieben. Zum Zusammenbau, das ist die sogenannte VTG-Einheit mit diesen Flügeln. Und die Flügel werden hier außen mit einem sogenannten Steuerring, das ist das Teil, hier verbunden. Und durch das Verdrehen des Steuerrings ändert sich sozusagen dieser Spalt, wo die Abgase von außen kommen, hier durchtransportiert werden und hier auf die Turbine treffen. Das bedeutet, wenn wir sehr geringe Drehzahlen fahren, stehen alle Flügel in einer sehr eng geschlossenen Stellung. Ich versuche das einmal auszurichten. So, ich hoffe, man kann das gut erkennen. Das heißt, hier kommt das Abgas von außen aus dieser Schnecke rein, strömt hier auf die kleinen Flügelchen ein von hier außen und muss sich hier durch diesen kleinen Spalt durchquetschen. Das heißt, ihr habt niedrige Drehzahl, 1400 Umdrehungen, 1500 Umdrehungen, dann ist das ganz eng geschlossen und dann müssen sich die Abgase hier richtig durchquetschen, werden dann beschleunigt und treffen dann mit einer höheren Geschwindigkeit, zum Verständnis, dann treffen die mit einer höheren Geschwindigkeit hier außen auf die Turbine. Und die Turbine dreht sich und die Abgase werden danach hier oben raustransportiert in die Richtung, dann aus dem Turbolader raus. Haben wir dann irgendwann unseren Ladedruck, oder besser gesagt, so bei 2000 Umdrehungen ungefähr, fängt dann an, hier die Flügel sich zu öffnen und die werden so konstant geregelt über die Unterdruckdose. Die Flügel öffnen sich und da kann ein größerer Abgasvolumen hier durch, aber es wird dann, natürlich muss das große Abgasvolumen irgendwann hier durch, weil man kann es nicht immer eng lassen. Und dann würde auch die Drehzahl übersteigen vom Turbolader. Also werden die Flügel alle gleichzeitig geöffnet und geregelt und somit wird der Abgasstrom auf die Turbine dauerhaft über diese kleinen Flügel gesteuert und geregelt. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, das hier ist ja in eurem Abgasstrom. Das bedeutet, da liegen so ungefähr 700 Grad, 800 Grad an. Das ist dann natürlich für die Bauteile ein Stress und ja, irgendwann passiert es eben, dass dann sich Ruß dort ablagert oder vielleicht bei längeren Standphasen auch dort, ja, ich sag mal, Verkrustungen oder sowas sind und dann können diese Flügelchen nicht mehr sauber steuern. Besonders auch der Steuerring, der hier dann sitzt, verklemmt dann irgendwann und dann kennt ihr vielleicht das Phänomen, dass wenn ihr fahrt, plötzlich merkt, Mensch, der Turbolader zieht plötzlich sehr gut und dann geht das Auto in Notlauf oder man hat einen ungleichmäßigen ja, Ladedruckverlauf. Das bedeutet, das hakelt so hin und her. Das ist immer diese VTG-Einheit, die sich dann hier verkrustet und dann nicht mehr sauber arbeiten kann. Das bedeutet,
fährt man dann immer so weiter, besonders wenn die VTG in dieser kleinsten Stellung ist. Das bedeutet, der Turbolader überdreht jedes Mal, bis natürlich das Motorsteuergerät einen zu hohen Ladedruck feststellt und dann den Turbolader oder die Einspritzmenge runterfährt. Den Turbolader kann sie ja nicht richtig steuern, weil er klemmt. Aber jedes Mal überdreht der Turbolader und dann macht man sich hier im Turbolader natürlich die Lagerung kaputt. Also sprich, gibt es einmal nämlich die Axiallagerung und die Radiallagerung. Die Radiallagerung ist praktisch dieses Hoch-Runter, dieses Kippeln. Das ist hier bei dem Turbolader noch sehr gut. Also habe ich auch den Lader nicht überlastet, alles gut. Und die Axiallagerung, also sprich rein raus, wird vom Turbolader eigentlich nur deshalb belastet, wenn der Abgasgegendruck hier hinten zu hoch wird. Also sprich Katalysator oder wenn ihr einen Partikelfilter fahrt, ist der Gegendruck so hoch, dass dann die Turbine in die Richtung immer belastet wird. Und dann ist die Axiallagerung, die hier vorne sitzt im Turbolader, also jetzt hier hinter der Backplate, sitzt die Lagerung, dann wird die immer einseitig belastet und irgendwann könnt ihr dann die Welle so nehmen und könnt ihr einen halben Millimeter vor und zurück schieben. Das geht so lange gut, dieses Spiel ist erstmal gar nicht auffällig, aber es geht so lange gut, bis natürlich diese Kontur, die hier ist, das ist ja ein Radius, hier unten drin. Und irgendwann schiebt sich der Turbolader so weit nach vorne, der Verdichter hier, dass er hier in dem Gegenstück im Gehäuse kollidiert und das passiert dann einmal und der Verdichter ist Schrott, der zerfetzt da drin, weil diese Turbine treibt ja den Verdichter mit über 150.000 Umdrehungen an. Das bedeutet, und wenn hier Aluminium auf Aluminium berührt, bei diesen hohen Drehzahlen, dann zerstört es alles hier drin und der Turbolader bricht meistens die Welle durch auch noch, die hier durchführt eben und dann ist der Schrott. Oder ihr könnt den mit viel mühevoller Kleinarbeit selber aufarbeiten oder auf ein nächstes Übermaß gehen. Also ihr müsstet dann natürlich das Ganze größer fräsen, weil hier auch die Fläche zerstört wurde. Aber der Aufwand lohnt sich meistens nicht. Deswegen nur, wenn man selber natürlich ein Upgrade bauen möchte, dann kann man auch einen teilweise defekten Turbolader nehmen, weil wir tauschen ja sowieso die Turbine mit der Welle aus und den Verdichter auch aus. Das bedeutet, einen defekten Turbolader könnt ihr natürlich für so ein Upgrade nutzen, wenn er natürlich nicht die Backplate oder sowas anderes beschädigt wurde oder innen drinne in der Rumpfgruppe die Lagerung, die da drinne sitzt, die ist austauschbar. Da sind Gleithülsen drinne, die werden natürlich neu gemacht, habe ich hier auch neu gemacht alles. Und muss aber dann immer, wenn ihr die Rumpfgruppe demontiert, also so ist es kein Problem, den Turbolader zu demontieren. Bis zu diesem Stand könnt ihr das demontieren ohne Probleme. Schraubt ihr diese Schraube hier vorne lose und nehmt den ab, müsst ihr, nachdem ihr alles wieder zusammengebaut habt, die ganze Rumpfgruppe einmal zum Wuchten schicken. Weil das Ganze wird dann fein gewuchtet nochmal. Es ist zwar vom Hersteller, man sieht es auch hier schon da an dieser Stelle, vom Hersteller ist sozusagen die Abgasturbine gewuchtet für sich selbst und auch an dem Verdichter sieht man dann von hinten hinter, dass der Verdichter auch vom Hersteller gewuchtet wurde. Aber die Kombination nochmal zusammen mit der Mutter hier vorne drauf, die wird dann nochmal fein gewuchtet und so, dass der Turbolader natürlich ohne Schwingung läuft. Desto mehr Schwingung der Turbolader hat, desto schneller geht die Lagerung kaputt. Jetzt werdet ihr sehen, dass natürlich hier ist alles Aluminium, das ist ja auch Aluminium, aber das sieht etwas dunkler aus, diese Fläche. Und zwar habe ich auch die Mikroslick von Keracode genommen und das ist die Beschichtung, die seitlich auf die Kolben draufkommt, also sprich eine Gleitbeschichtung. Weil damals, wo ich dann den Verdichter gefräst habe, habe ich eben, ich sag mal, normale Garrett-Toleranzen angenommen, was da als Spiel angegeben wird, was das haben darf zwischen dem Verdichter hier und dieser Kontur folgend zu diesem Gegenstück. Das berührt ja nicht, das läuft, da ist ein ganz kleiner Minispalt zwischen, der hier natürlich reingefräst wurde. Das habe ich auch mit den Werkstoleranzen so gemacht und habe jetzt auch den Turbolader ausgiebig getestet. Der lief auch sehr gut.
Und das Einzige, was dann minimal ist, dass ich sag mal, mit dem Original-Serienturbolader hatte ich minimalst, also da reden wir wirklich nur von 100 oder 200 Umdrehungen, früher den Ladedruck schon anstehen gehabt, also den vollen Ladedruck, den ich haben möchte. Also sprich die 1, gut, da habe ich aber auch nicht 1,9 bar gedrückt, sondern mit dem Original-Turbolader habe ich nur 1, ja, 5,5, 1,6 bar gedrückt, mehr nicht. Genau. Es gibt sogenannte, ja, Upgrade-Lader, auch auf dem Markt teilweise zu kaufen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob es jetzt zurzeit was gibt. Früher für den 16V gab es nichts, was Plug and Play passt. Das bedeutet immer, ihr musstet entweder die Abgasseite euch irgendeinen Adapter schweißen, damit ihr wieder auf euren originalen, ja, also sprich zum Katalysator irgendeinen Adapter bauen oder so. Und genauso auch hier an der Verdichterseite musstet ihr dann auch das Ganze wieder adaptieren. Das wollte ich nicht. Ich wollte das wirklich, dass es von außen aussieht wie original. Und nur das Innenleben eben abgegradet ist, aber voll straßentauglich. Das bedeutet, ich will frühes Ansprechverhalten haben und dann volles Drehmoment bis nach hinten hin, über 4000 Umdrehungen will ich wirklich hohes Drehmoment anstehen gehabt. Das hat der alte Lader eben nicht gepackt. Der ist dann hintenrum eingebrochen, konnte nicht die Luftmasse liefern. Und mit diesem Lader kann ich wirklich bis über 4000 Umdrehungen noch sehr viel Luftmasse transportieren. Und das klappt sehr gut. Was ich aber jetzt verbessern wollte, ist eben, dass ich diesen Luftspalt zwischen der Turbine und dem Gehäuse verkleinere und so die Effizienz untenrum, also sprich, wann der Turbolader seinen Ladedruck aufbauen kann, noch verbessere. Weil desto näher der Verdichter an diesem Gehäuse anliegt, was heißt anliegt, also näher dran ist, desto effizienter läuft der Lader auch unten rum. Bei hoher Luftmasse interessiert das fast gar nicht, ob man da 500stel mehr Luft hat. Das ist nicht so tragisch, aber eben bei diesem Ansprechen, da ist es wirklich ratsam, dort einen sehr kleinen Spalt zu fahren. Deswegen gehe ich jetzt eine Nummer näher an das Turbinenrad, wie eigentlich von Garrett die Vorgaben sind. Das bedeutet, dieses Ganze ist jetzt spaltoptimiert. Aber ich habe es eben mit der Slick-Beschichtung gemacht, weil es jetzt auch einfacher war aufzubauen, das Ganze, als jetzt, wenn ich das Ganze wieder neu fräsen muss, aus einem anderen Turbolader wieder einen Teil nehmen muss und das Ganze neu fräsen mit einem etwas kleineren Loch hier und eben der Rundung noch etwas knapper da dran. Deswegen mache ich das mit der Slick-Beschichtung. Und es hat noch einen anderen Vorteil. Auch wenn jetzt die Lagerung an dem Turbolader irgendwann, ich sag mal, etwas verschleißt und wir mehr Toleranz da drin haben und dass der Verdichter auch bei komischen Resonanzen oder irgendwelchen Zufällen plötzlich aufschwingen würde, sprich hier drinne, sich so kurz aufschwingen würde und auch die Wand vielleicht auch kurz berühren würde, würde es nicht so sein, dass das Aluminium auf Aluminium sofort frisst und dann sofort sich zerstört, sondern er würde dann sozusagen nur meine Beschichtung kurz ankratzen und in dem Moment ist das aber so gleitfreudig, die Beschichtung, dass ich hoffe, dass da einfach nichts passiert. Deswegen etwas, ja, ich sag mal, nachdem eben das Upgrade war, jetzt nochmal ein Upgrade in nochmal spaltoptimiert, um noch mehr Luftmasse im ersten Moment liefern zu können und eben das Drehmoment noch früher ansprechen zu haben. Also bei diesem Turbolader ist es jetzt nicht so wie bei diesen großen Ladern, wo man sagt, boah, bei 2.500 legt er erst los, sondern ich spreche davon, der normale Serienturbolader hat bei 1.750 Umdrehungen seinen vollen Ladedruck ab, ich sag mal, Werksladedruck anstehen. Und dieser Turbolader hat den eben bei 1.850 anstehen. Also das sind gerade mal 100 Umdrehungen dazwischen, was er später anspricht. Aber ich sag mal, man kann immer alles weiter optimieren. Und warum nicht, wenn ich jetzt schon das Ganze auseinander habe? So, dann geht's an den Zusammenbau.